So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben ja gerade diesen fabelhaften Film gesehen, Die neue Feldordnung, an dem ich die große Ehre hatte, auch ein bisschen mitzumachen. Und ich möchte heute über Zeichen allgemein sprechen. Sie haben sicherlich gehört von der norwegischen Spirale, die da erschienen ist, die äußerst merkwürdig schien. Und ich dachte, das passt eigentlich auch ganz gut an diesen Film dran, denn es geht bei der einen Sache um Zeichen in Kornkreisen, in Feldern und bei der anderen Sache um Zeichen am Himmel. Aber kommen wir doch nochmal darauf zurück, weil wir hatten diesen Film gemacht. Es war tierisch stressig. Wir haben uns auch ganz sehr gestritten beim Dreh, nach dem Dreh. Alles war ganz furchtbar anstrengend, aber haben es dann geschafft, oder Frank besser gesagt hat es geschafft, da was wirklich Ansehnliches draus zu zaubern. Und für mich war das so, wenn man in so einen Kornkreis geht, dann ist dort schon eine interessante Energie, die da so in der Luft liegt. Also es gibt Leute, die sind dafür empfänglich und sensibel und andere Leute nicht so. Und ich halte mich für sensibel für sowas und ich muss sagen, es war wie, als würde ich da durch so eine Wand laufen, als ich in diesen Kreis reingegangen bin, aber nicht in diesen. Ich habe das nur gesagt, weil vor allem diese Formation, von der wir jetzt schon gehört haben, die hat mich nicht losgelassen. Und ich habe danach noch ein bisschen weiter geforscht und möchte Ihnen das hier nicht vorenthalten. Ich möchte also noch mal ganz kurz darauf eingehen, was es hier mit dieser Formation auf sich hat. 1974 haben Radioastronomen vom Arecibo-Teleskop in Südamerika diese sogenannte Arecibo-Botschaft ins All geschickt, besteht aus Binärcodes. Sie kennen das ja, 0 oder 1, daraus bestehen also auch Dateien, ne? So war falsch und so, damit kann man alles verschlüsseln. Und so haben die das hier auch gemacht, also so ein dunkler Punkt hier ist eine 0 und da, wo es hell ist, ist eine 1. Und dann haben die 1679 Binärzeichen aneinander gehängt, weil das Ergebnis aus den beiden Primzahlen 23 und 73 ist. Das heißt, die Zahl 1679 kann man nur durch 23 oder durch 73 teilen und man kommt dann jeweils das andere raus. Und so ergibt sich dann dieses Muster. Das haben die also wirklich sehr, sehr schlau gemacht, wie die das hier verschlüsselt haben. Die haben hier oben die Zahlen von 1 bis 10, die Atomzahlen, Formen für Zuckerbasen in DNS-Nukleotiden, sogar die DNS-Doppelhelix ist hier verschlüsselt, die menschliche Gestalt natürlich, wie die so aussieht. Und hier unten schlussendlich die Sendeanlage, mit der diese Botschaft ins All geschickt wurde. Sieht also die Arecibo-Schüssel mit diesem, mit dem Durchmesser sogar, wie groß die Arecibo-Schüssel ist. So sieht sie im Original aus, also nochmal zurück. Hier sehen Sie das, ne? Hier so dieses das aufgehängt, hier diese Schüssel mit diesem aufgehängten Ding. Riesengroß ist das auf Puerto Rico und von dort haben die also diese Botschaft abgeschickt. Und jetzt ist da im Sommer 2001 diese merkwürdige Formation erschienen und die sah dann so aus im Korn erstmal. Ja? Hier nochmal schematisch dargestellt, also ganz deutlich haben diese beiden Dinger irgendwas miteinander zu tun. Man kann das also schwer abstreiten, dass die sich ähnlich sehen. Markantester Unterschied ist natürlich hier dieses kleine graue Männchen im Vergleich zu dem. Und das Interessante ist, dass hier unten, das ist eine völlig andere Sendeeinheit offenbar, die Aliens, wer auch immer das gemacht hat, dort ins Korn gezeichnet haben. Diese Formation, das hier unten, sieht genauso aus wie eine Formation, die im Jahr zuvor an exakt derselben Stelle dort auch erschienen ist. Was wollen die uns damit sagen? Wollen sie vielleicht sagen, wir machen die Kornkreise mit Kornkreisen oder sowas? Also es ist eine ziemlich komplizierte Sache. Sehr interessant ist, dass hier eine Trippelhelix ist, statt einer Doppelhelix. Also dreisträngige DNS. Und mir wurde gesagt, dieses Schema weist darauf hin, dass die DNS der Außerirdischen auf Siliziumbasis statt auf Kohlenstoffbasis funktionieren soll. Was sage ich mal, in letzter Zeit zumindest, die Genforscher nicht für ausgeschlossen halten, dass sowas möglich ist. Silizium und Kohlenstoff haben also offenbar Eigenschaften gemeinsam. Tja,
Ist das jetzt die Botschaft von Außerirdischen oder ist sie das nicht? Schwer zu sagen, aber ich habe, wissen Sie, mir gedacht, was sagen eigentlich die Leute von SETI dazu? Search for Extraterrestrial Intelligence, ne? Sie kennen das ja. Da kann man sich so ein Programm runterladen auch und denen mithelfen und riesengroße Datenmengen von empfangenen Radiosignalen auf seinem Homecomputer durchrechnen lassen mit einer schönen Grafik dazu. Und da kann man dann also nach außerirdischen Signalen forschen oder zumindest nach dem, was die SETI-Forscher für außerirdische Signale halten. Und ich hatte die Gelegenheit, den Gründer von SETI, Frank Drake, und der auch sich diese Botschaft ausgedacht hat, persönlich zu befragen, was er denn über diese Botschaft denkt. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. How do you know that an alien civilization would like to use a radio signal to communicate? Well, actually, the universe has made it. Schade, das ist die Version ohne Untertitel, dann erzähle ich Ihnen, was er sagt. Ich habe ihn gefragt, woher wollen Sie wissen, dass die Außerirdischen mit Funksignalen antworten würden? Und er hat gesagt, das ist halt dafür gemacht, deswegen machen die Außerirdischen das auch. Und wir suchen vor allem im Mikrowellenbereich, weil dort am wenigsten Funkgeräusche sind im Weltall. Und diesen Bereich werden die Außerirdischen dann wohl auch auswählen zur Kommunikation. Und diese Mikrowellenbreiten sind ja auch im ganzen Weltraum aus, und das wissen wir, und die Außerirdischen wissen das auch, und deswegen sind diese Mikrowellen geeignet für Langzeit, für Langdauerkommunikation über weite Entfernungen. Wir benutzen das ja auch für unsere Fernseher und um Satellitenverbindungen herzustellen. You can get the signals with a small dish. Denn man bekommt ja die Signale einfach mit einer kleinen Schüssel rein. Und so werden die Fernsehprogramme übermittelt. Und aus diesem Grunde suchen wir vor allem nach Signalen im Mikrowellenbereich. Ihre Botschaften einfacher entdecken können, und zweitens, wenn sie die Absicht haben, uns eine Nachricht zu schicken, dann werden sie genau dieses Frequenzband verwenden, um uns zu kontaktieren, denn dort wird es am einfachsten aufzuzeichnen sein, und die werden wissen, dass wir dort nachsuchen. Einige Leute glauben, dass die Botschaft auf die Arecibo-Botschaft bereits zurückgekommen ist zur Erde. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Hier haben wir eine Formation, die 2001 neben dem Radioteleskop erschienen ist, und es gibt hier eine detailliertere Abbildung davon. Und ein Privatforscher hat das hier gemacht, eine schematische Darstellung, die ich Ihnen da gerade zeige. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, sehen Sie diese rote Linie und dieses kleine Männchen da und so weiter. Was denken Sie davon? Ist das wie eine Hommage an Ihre Arbeit, oder halten Sie es für möglich, dass das die Antwort der Außerirdischen ist? Unmöglich, dass das die Botschaft der Außerirdischen ist, sagt er hier. Das ist auf jeden Fall ein Witz, oder jemand vielleicht hat die Wette verloren oder sowas. And there are reasons, two reasons es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, die Version der Botschaft, die sie hier haben, die halte ich jetzt mal hier hoch, enthält Informationen, die ganz klar falsch ist, wie zum Beispiel die Struktur des DNS-Moleküls, die dreifache DNS, ja. Und andere Sachen machen wissenschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn, sagt er gerade. Und der andere Grund ist, wie ich hier schon auf dem Foto gesehen habe, erschien die Botschaft ungefähr 100 Meter vom Radioteleskop entfernt. Und wenn Sie zur Erde kommen würden mit einer Botschaft, dann würden Sie doch an der Tür des Radioteleskops anklopfen und eins Ihrer Bücher abgeben oder so. Sie würden doch keine Botschaft im Kornkreis hinterlassen. Ja, aber woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, wie die Außerirdischen denken? Nun, was ich weiß, ist, dass sie intelligent sind.
Denn wenn sie zur Erde gekommen